Moin, Sivi hier. Ich befinde mich gerade vor dem Krankenhaus Ratzeburg, wo sich heute wirklich ein einzigartiger Fall hier in Ratzeburg ereignet hat und ein Mensch mit der sogenannten Krobolo eingeliefert worden ist und derzeit sich auf der Intensivstation befindet. Medikamente gegen die Krobolo gibt es nicht, außer vielleicht mal ein Bier oder vom Hausarzt ein gelber Schein oder wie auch immer. Ansonsten kann das nur ausgestanden werden, indem der Mensch dann die Füße hochlegt, sich von seinem Partner schön verwöhnen lässt und alles machen lässt und im Gegenzug dazu nichts macht. Also gesund wird. Ja, genau. Deswegen, also Krobolo ist eine ganz, ganz schwierige und schwere Erkrankung. Jeder kann sie bekommen. Ist hoch ansteckend und ja, also die wissenschaftliche Bezeichnung, also die, ne, Krobolo ist ja nur die Kürzung. Die wissenschaftliche Bezeichnung heißt chronische Bocklosigkeit. Wie schon gesagt, also die Krobolo ist nicht zu verachten und passt bitte auf euch auf, Leute. Euer Sivi.